Also erstmal wirkt das sehr abstrakt. Es ist ein bisschen schwieriger, sich da reinzudenken. Aber vielleicht ist es gar nicht so verrückt. Und das sind ja auch dann historische Forschungen hier gewesen. Es gibt auch andere, die darauf gekommen sind, dass Geld vielleicht aus dem Kredit entstanden ist, aber historisch eigentlich sehr schön belegt dann von Heinsohn und Steiger. Und ich will die Idee mal versuchen, ein klein wenig auszuführen. Ja? Es ist nicht so leicht wie diese tauschtheoretische Erklärung, hat sich deswegen vielleicht nicht durchgesetzt, aber es hat doch vielleicht sehr viel für sich. Die behaupten jetzt, Geld sei von Anfang an sowas gewesen wie Kreditgeld. Also was wir heute haben, wir kommen später zur Zentralbank, ja, wie die im Eurosystem Geld schöpft, das ist Kreditgeld. Ja, sie gibt es in einem Kreditkontrakt aus oder sie kauft einen Vermögenswert, aber im Normalfall jetzt erstmal, sie gibt es in einem Kreditkontrakt aus. Und die behaupten jetzt, dass ja, es könnte ja so sein, dass es vielleicht von Anfang an so gewesen ist. Und der Eigentumstitel ist dafür anscheinend entscheidend. Also Eigentum wird geschaffen in der Polis, in Athen, also in Griechenland, bei den alten Griechen und auch in der Civitas in Rom. Und wir stellen uns vor, das ist ja so ein bisschen die Gründungssage unserer Zivilisation, die Roma Quadrata, also als eben Rom entstanden ist, so die Gründungssage, teilt man das Land in gleiche Parzellen auf. Ja? Und Remus springt zwischen diesen Abgrenzungen hin und her und lacht seinen Bruder Romulus aus. Das ist ja lächerlich. Das soll deins sein und das meins und das wieder von jemand anders, sowas, das hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja eine bescheuerte Idee, dass wir das Land aufteilen und jeder kriegt sozusagen eine Parzelle, diese Roma Quadrata, als Eigentum für sich selbst zugesprochen. Ja? Und daraufhin ersticht ihn dann eben Romulus und man teilt das Land auf. Zum ersten Mal wird jetzt hier Eigentum geschaffen. Und wir stellen uns jetzt das Wirtschaften vor, wie es wahrscheinlich auch vorher schon war. Also Landwirtschaft gab es eben vorher auch schon. Man konnte auch vorher auf dieser Parzelle wirtschaften im Sinne von einsehen und ernten. Aber jetzt kann man noch etwas Zusätzliches machen. Die können das Land nicht nur bearbeiten, wie vorher, alle zusammen, Feudalsystem, ja, sondern sie haben das Eigentum an dem Stück Land. Sie haben den Eigentumstitel sozusagen. Und das bedeutet, machen wir uns klar, was wohl passieren würde, wenn jetzt der eine hier ein bisschen besser wirtschaftet als der andere, also der hat nach einer Periode oder nach einem Jahr noch 3 Säcke Weizen übrig, während der hier hat gar nichts. Er braucht aber Saatgut für nächstes Jahr. Und er hat jetzt irgendwie gar keine Überschüsse produziert, ja, die er irgendwie hin und her tauschen könnte. Aber er hat noch etwas. Er hat sein Stück Land. Er hat den Titel an dem Stück Land, ja. Und es ist sehr naheliegend, hier anzunehmen, dass die beiden doch ins Geschäft kommen und er hier sagt, okay, ich brauche was, um für nächste Periode zu produzieren, gib mir doch irgendwie 1-2 Sack Weizen. Wenn ich nicht zurückzahle, ich habe ja noch hier den Titel an dem Land, dann kriegst du einen Teil meines Landes. Ja? Also wir haben den ersten Kreditkontrakt, der nur möglich ist, weil der hier sagen kann, ich verpfände etwas. Ja? Im Notfall, das, was noch mir ist, kriegst du einen Teil von des Landes ab. Ja? Falls ich es nicht schaffe, die zurückzuzahlen. Natürlich ist aber sein Ziel, jetzt hat er wieder Saatgut, eigentlich im nächsten Jahr ist es hier zurückzuzahlen und der macht das nicht umsonst, weil ja immer ein bisschen Arbeit und Risiko dabei ist, sondern der sagt, ja, ich will aber noch ein kleines bisschen mehr. Also haben wir den ersten Kreditkontrakt plus Zins. Ja? So, der hier, das ist so der solventeste von dem ganzen Laden, also die Polis oder Athen hatte damals 5000 Einwohner, man darf das jetzt nicht überschätzen, es war eher so eine Art Dorf, ja, die sich untereinander kannten. Aber der hier, der solventeste, der merkt, das ist ja eigentlich ein gutes Geschäft. Ja? Und er wird sozusagen, weil es so ein gutes Geschäft ist, schnell auf die Idee kommen, ja, also so viel Säcke Weizen habe ich ja gar nicht zum Verleihen. Aber alle wissen, ich bin solvent. Und vielleicht könnte ich dem irgendwas anderes geben und der holt sich dann
den Weizen damit von jemand anderem wieder. Ja? Also ich werde hier zur ersten Bank, aus diesem, ich mache 5% mehr, aus diesem Zins mache ich ein Geschäftsmodell und ich gebe nicht mehr den Naturalkredit, sondern ich gebe irgendwelche, ich mache es jetzt mal ganz platt, ja, irgendwelche Zettel aus, also ein Kredit und will aber im nächsten Jahr Zettel plus Zins etwas mehr von diesen Zetteln zurück. Ja? So, diese Zettel, damit die akzeptiert werden, nicht nur von dem, denn der holt sich damit vielleicht das Saatgut von jemand anderem, ja? Also von einem anderen holt er sich dann hier das Saatgut, was er braucht, der das vielleicht gehabt hat. Diese Zettel müssen natürlich akzeptiert werden. Das heißt, die müssen in irgendeiner Form von diesem, er ist der Solventeste, in dem ganzen Laden besichert sein. Ja? Also die müssen alle wissen, im Notfall, wenn ich diese Zettel zu ihm zurückbringe, dann kriege ich auch was. Ja? Mit was die jetzt besichert sind, ist jetzt relativ egal. Wir können uns erstmal irgendwelche, vielleicht sogar Edelmetall, aber irgendetwas hier vorstellen, ja, dass eben auf jeden Fall die Akzeptanz, weil alle wissen, er ist hier die erste Bank, das ist unser Solventer, dass die Akzeptanz dieser Zettel gegeben ist. Ja? Also das kann nur jemand machen, der sowieso einigermaßen vermögend ist. Heute würde man sagen, du kannst nur eine Bank gründen, wenn du über Eigenkapital verfügst. Okay, was ist jetzt hier passiert? Der nimmt den Zettel, ja, und kauft sich dafür Saatgut und er kauft sich vielleicht auch noch bei einem anderen irgendwie ein Werkzeug oder so, ja. Aber vor allem muss er es ja schaffen, jetzt auch wieder für das nächste Jahr Zettel einzutreiben. Und das kann er wohl nur schaffen, wenn er es dann auch schafft, seine Produktion, die er dann hat, vielleicht ja, zwei, es können auch irgendwelche Schweine sein oder irgendwas, zu verkaufen, um hier wieder die Schulden, die er hat, zu tilgen. Ja? Und wenn wir, also bei irgendeinem anderen wieder, und wenn wir uns jetzt angucken, was hier entstanden ist, das setzen die Ökonomen voraus, das ist der Markt. Ja? Also dieses Gebilde hier, das hier alles, das wird von den Ökonomen jetzt nicht oder von der herrschenden ökonomischen Lehre jetzt eigentlich nicht erklärt, sondern nur insofern erklärt, ja, die spezialisieren sich sowieso alle und die wollen alle hier möglichst effizient wirtschaften und aus dem Grunde hat man eben von Anfang an getauscht. Ja? Also bei Adam Smith ja ganz klar, er sagt ja sogar, das ist, was uns von den Tieren unterscheidet, dieser Drang zum Tauschen, wir wollen das einfach machen. Diese Idee, dass am Anfang der Kreditkontrakt stand, ja, also es gibt einen Kredit und weil ich den Kredit zurückzahlen muss, ja, habe ich hier sowas wie einen verschuldeten Unternehmer und aus dieser Problematik heraus, dass er die Schulden zurückzahlen muss, produziert er irgendwas und schafft somit Märkte. Ja, also die Sichtweise ist komplett anders. Am Anfang steht der Kreditkontrakt und der Markt ist eine Folge des Kreditkontrakts. Ja? Und nicht erst waren die Märkte da und das andere wird nicht so wirklich beachtet. Okay, warum ist das Ganze wichtig? Wir könnten ja sagen, ja, im Grunde ist doch egal. Ja? Also wie jetzt auch Geld immer entstanden sein mag, uns kann es doch wirklich egal sein. Denn heutzutage haben wir sowas, ne? Wir haben Kreditgeld. Ja? Aber ob das jetzt damals durch Tausch entstanden ist oder gleich durch den Kredit, ist doch im Grunde Wurst. Diese Leute argumentieren jetzt allerdings, man hat den Fokus etwas anders. Also der Fokus hier wäre, wir schauen hauptsächlich auf die Märkte und hier muss alles stimmen. Und die sagen, das Wichtigste in einem Wirtschaftssystem und auch die Dynamik eines Wirtschaftssystems erklärt sich eigentlich aus diesen Schulden, aus diesen Kreditkontrakten, die geschlossen werden. Also das hier ist das Finanzsystem, ja, in seinen Anfängen. Und wie wird jetzt die wirtschaftliche Dynamik erklärt von solchen Leuten, die sagen, es ist eigentlich dieser Zins hier, diese 5% mehr. Also der leiht sich irgendeine Summe und muss jetzt hier aber 3, 4, 5% nächstes Jahr mehr zurückzahlen, ja. Und
Dieser Drang, das zurückzuzahlen, der sorgt für die Dynamik im kapitalistischen System. Das wirkt jetzt alles sehr archaisch. Machen wir uns das Ganze vielleicht an einem naheliegenden Beispiel klar, was uns noch in Erinnerung ist und welches wir auch im Moment noch beobachten können. Also, was ist hier geschehen? Die haben Eigentum geschaffen. Jetzt hatte jeder hatte nicht nur den Besitz, ich kann drauf wirtschaften, einsehen und ernten. Ich kann zusätzlich, habe ich den Titel, und das heißt, ich kann mich verschulden. Und durch diese Verschuldung kommt alles in Gang. Was haben die Chinesen gemacht in den letzten 30, 40 Jahren? Was waren die großen Wirtschaftsreformen in China? Man hat Besitz zu Eigentum verwandelt. Ja? Also die ganzen städtischen Liegenschaften, erst in den Sonderwirtschaftszonen, aber jetzt eigentlich in allen großen Städten, die sind verwandelt worden in Eigentum. Also vorher konnten die Leute in ihrer Wohnung wohnen und ansonsten eigentlich nichts. Ja, ich konnte nur drin wohnen. Jetzt habe ich den Titel an der Wohnung. Ja, also in Shanghai ist fast alles privates Eigentum mittlerweile. Die Leute haben den Titel und mit dem Titel können sie was machen. Sie können zu einer Bank gehen und können Schulden aufnehmen. Und auf einmal ist in Asien etwas zu beobachten, machen wir es am Beispiel China, was vorher überhaupt nicht da war. Ja, und das ist der innovative Unternehmer, der alles tut, ja, und Märkte schafft in einer unglaublichen Dynamik, der innovative Unternehmer, den es vorher so nicht gab. Ja, also es klingt heute verrückt, aber noch in den 60er Jahren hat ein Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaft, Gunnar Myrdal, ein Buch geschrieben über die asiatische Malaise und hat gesagt, die werden niemals was anderes machen, außer Reis anbauen. Und er hat es komischerweise, was wirklich abstrus klingt heute, kulturell begründet. Er hat gemeint, diese asiatische Kultur, die werden einfach niemals zu diesem kapitalistischen System aufschließen können. Und auf einmal komplett anders. Ja? Und genauso ist es natürlich nicht nur in China gelaufen, sondern vorher schon. Singapur hat ja die Vereigentümerin mit englischem Recht früh vorangetrieben. Das ist dann überall beobachtet worden. Japan ist ein Beispiel, Korea, Taiwan, was auch immer. Also immer, wenn Eigentum geschaffen wird und auf einmal ein ganz anderer Menschentypus, was man vorher den Chinesen niemals zugetraut hätte, ja, und den Koreanern, auf einmal gibt es diese brutal innovativen Unternehmer, die hier in unglaublichem Maße Märkte schaffen. Warum? Weil sie sich wahrscheinlich verschuldet haben. Ja, also eine ganz andere Erklärung für die Dynamik des Kapitalismus, während die herrschende Lehre eigentlich die Meinung vertritt, es kommt durch diesen Vorteil des Tausches der führt dann dazu, es wird immer mehr getauscht und dadurch entsteht die Dynamik des Kapitalismus. Alles ist knapp und dann müssen wir besser tauschen und dann geht dieses Wirtschaftssystem ab. Während die hier sagen, der Fokus ist das Finanzsystem und wenn da was nicht stimmt, ja, wenn im Finanzsystem was nicht stimmt, haben wir ein Problem. Denn hier steht natürlich viel mehr dahinter. Ja, also die Eigentumsrechte müssen so definiert sein, dass man auch vollstrecken kann. Und dieses Argument hatte mal so ungefähr vor 10 Jahren, als man viel über Entwicklungsländer gesprochen hat, doch eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Namentlich war es der damalige Weltökonom Hernando de Soto, ein Peruaner, der allerdings in der Schweiz aufgewachsen und ausgebildet wurde. Und der erkennt auch, ja, immer diese Länder, wo man Eigentum geschaffen hat, Österreich, Deutschland, Schweiz, egal, danach auf einmal industrialisieren die sich und auf einmal gibt es diese Unternehmer und auf einmal gibt es Märkte und auf einmal gibt es Dynamik, ja, und Wirtschaftswachstum und so weiter. Und das ist ihm auch aufgefallen, und es gehört jetzt allerdings einiges dazu, diese Institution, das muss ja so ausgestaltet sein, dass auch jeder, der irgendwie in so einer Bude sitzt, einen Kredit aufnehmen kann. Und das heißt, die Bank muss sich sicher sein, dass sie danach auch vollstrecken kann. Und das, sagt er, dann kriegen die Entwicklungsländer nicht so gut hin. Er nennt es totes Kapital. Also in Lima, die ganzen Häuser, die außerhalb des Stadtzentrums irgendwo rumstehen, sind seiner Meinung nach dann totes Kapital, denn sie taugen nicht, um sie zu verpfänden, um einen Kredit aufzunehmen. Und so ist es ja ein bisschen in Entwicklungsländern. Also ich habe auch mal zeitlang in Lateinamerika gewohnt. Man geht eben erstmal zu Freunden und Verwandten, wenn man einen Kredit sucht, aber nicht zur Bank. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass diese Verschuldung, die Vollstreckung
ja, Eigentumsrechte und so weiter, dass das institutionell alles nicht so 100% gewährleistet ist. Und das, sagt er, ist dann jetzt das große Problem der Entwicklungsländer und nicht, dass die ihre Märkte nicht aufgemacht haben, ja, sondern der Finanzmarkt ist das Entscheidende. Der Finanzmarkt, der den Kreditkontrakt, Verschuldung, Zins, dynamische Entwicklung fördert. Das ist das Entscheidende. Okay, also nur mal so als Anmerkung, dass man eben hier das Ganze auch noch etwas anders sehen kann. Und ja, also ich meine, Deutschland, ne, Stein-Hardenberger Reform, was war das? Wir haben Eigentum geschaffen. Ja, da waren viele andere Sachen dabei, aber hauptsächlich eben die Möglichkeit des Kreditkontraktes. Okay, gibt's Fragen? Gut, dann geht's weiter mit VWL, also mit der volkswirtschaftlichen Theorie.